Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video zu Immortals Fenyx Rising. Nachdem wir im Tal des ewigen Frühlings einige mythische Herausforderungen abgeschlossen, gefährliche Risse des Tartaros geschlossen und jede Menge Kisten und Truhen geöffnet haben, müssen nur noch die Ambrosia-Kristalle eingesammelt werden. Ich habe 24 Kristalle gefunden und hoffentlich keine übersehen. Das erste Ambrosia versteckt sich im Osten des Gebiets an der Grenze zu Ares-Gebiet auf dem Kampfplatz gegen den legendären nemäischen Löwen. Also hat Typhon den nemäischen Löwen vereinnahmt, nachdem Herakles ihn gehäutet hat? Als Herakles ihn nicht erlegen konnte, hat er ihn mit seinen eigenen Händen erwürgt. Klingt nach ihm. Hera hatte den Löwen als Plage auf die Menschheit losgelassen. Manchmal ist sie einfach scharf. Ziemlich genau östlich der Halle der Götter und südwestlich des letzten Kristalls schwebt das zweite Ambrosia neben einem Bären auf einem Hügel. Geht weiter nach Süden. Der dritte Kristall befindet sich auf einem Vorsprung weiter unten an der Klippe. Ganz im Süden der Karte, ganz in der Nähe der dortigen Odysseus-Herausforderung, thront das nächste Ambrosia hoch oben auf einem Felsen. Das fünfte Ambrosia versteckt sich besonders gemein. Auf der Karte versteckt es sich unter dem Riss Medusas Versteck. Und diese Position ist auch etwas irreführend, denn der Kristall befindet sich genau hinter euch, wenn ihr zur Zuflucht des Eros schnell reist. Das sechste Ambrosia ist ziemlich genau westlich der Halle der Götter,
ganz in der Nähe von Aphrodites Verwunderung. Der Kristall befindet sich auf der Hand einer Statue. Südöstlich des letzten Kristalls schwebt ein weiteres Ambrosia auf einer Klippe nahe einer Wegkreuzung, die einen Baum in der Mitte hat. Geht in die Halle der Götter und stellt euch an den westlichen Rand des Felsens um das Gebäude. Ein paar Meter unter euch seht ihr das nächste Ambrosia. Nordöstlich der Halle der Götter steht ein runder Pavillon am Rand des Erdrisses auf einem Stück Felsen, das abzubrechen droht. Auf dem Dach findet ihr das nächste Ambrosia. Ganz in der Nähe der kleinen Lyra, nahe der Grenze zu Ares-Gebiet, wartet das nächste Ambrosia auf einer Ebene tiefer im Erdriss.
In der Nähe der Grenzen zu den Gebieten die Tore des Tartaros und die Höhle des Krieges ist eine Zeitrennen-Herausforderung. Südwestlich davon thront ein Ambrosia-Kristall hoch oben auf einer Felsformation. Aber Vorsicht, er wird bewacht. Östlich des Gewölbes, das Gefängnis des Odysseus, an der Grenze zu den Toren des Tartaros, sitzt ein Ambrosia-Kristall auf einem sehr hohen Felsplateau. Auch hier sind Wachen postiert. Das nächste Ambrosia befindet sich auf einer Säule, die sich nordöstlich der Aphrodite-Statue, westlich des Gefängnisses des Odysseus und südlich des Weges des Boten befindet. Auf einem hohen Felsen östlich der Aphrodite-Statue wartet das 14. Ambrosia auf Abholung. Auch hier sind Gegner anwesend. Südöstlich der Aphrodite-Statue hängt ein Ambrosia-Kristall knapp über der Kante einer Klippe. Diese Trophäe gab es für den 10. erfolgreichen Schleichangriff. Thank you.
Nutzt die Schnellreise auf die Aphrodite-Statue und dreht euch um. Das Ambrosia sitzt auf dem Kopf der Statue, auch wenn es auf der Karte nicht so aussieht. Auf der kleinen Doppelinsel westlich der Aphrodite-Statue findet ihr ein weiteres Ambrosia. Südlich der Insel mit dem Palast der Aphrodite ist noch eine größere Insel. Dort befindet sich auf dem Nordausläufer ein Ambrosia-Kristall. Auf einem Vorsprung an der Klippe östlich der Insel mit dem Palast der Aphrodite findet ihr noch einen Ambrosia-Kristall. Wenn ihr aus Richtung Osten kommt, könnt ihr die senkrecht in die Luft steigenden Windkanäle nutzen, um den Fundort zu erreichen. Etwas weiter nordwestlich, in der Nähe der Grenze zur Insel mit dem Palast der Aphrodite,
steht eine sehr hohe Felsformation mit einem Ambrosia-Kristall auf der Spitze. Tausendstel Gott, aber ich gebe zu 100% damit an. Im Nordwesten des Gebiets, unweit der Grenze zu Athenas Gebiet, findet ihr einen weiteren Ambrosia-Kristall auf einem Vorsprung an der Klippe. Nördlich des Wegs zu Erebos, ganz in der Nähe der dortigen Odysseus-Herausforderung, sitzt ein Ambrosia-Kristall auf einer der riesigen Wurzeln. Ziemlich genau südlich des Schnellreisepunktes zu Gaias Seele thront das vorletzte Ambrosia auf einem Rundbau auf dem Rand. Ugh.
Das letzte Ambrosia im Tal des ewigen Frühlings, das ich gefunden habe, schwebt auf der Brücke im Nordosten des Gebiets. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, dann lasst doch gerne ein Like da. In weiteren Videos kümmere ich mich auch noch um die mythischen Herausforderungen, die diversen Truhen und die restlichen Gebiete werden auch noch folgen. Schmetterfelsen habe ich bereits abgearbeitet und der Walkthrough läuft auch noch. Zudem haben wir noch jede Menge andere Projekte, die ihr auf keinen Fall verpassen dürft. Ich empfehle euch deshalb, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Also bis zum nächsten Mal. Ich bin eure kleine Isa. Von Feel Free to Play.